fahren. Wie fühlt sich das an, wenn man da draußen auf den Wellenkämmen reitet, also im Wasser ist dann und man sich retten lassen muss? Ja, auf der einen Seite ist natürlich das Windsurfen eine Menge Spaß. Ja? Das ist ein ganz, ganz toller Sport. Aber auch jeder Sport kann natürlich mal zur Gefahr werden, wenn ein Mast bricht. Das haben wir auch gerade mal demonstriert. Mir selber schon zweimal passiert in den 26 Jahren meiner Profikarriere. Und dann ist man natürlich sehr, sehr froh, wenn jemand da ist und einen rauszieht. Ja? Bei diesen Temperaturen, so wie gerade, werden die Finger eiskalt. Also es war so, als wenn da 1000 Nadeln reingestochen hätten. Eine halbe Stunde länger, dann wäre es irgendwann knapp geworden. Auch im Neoprenanzug wird es kalt, Muskulatur macht zu. Ja, dann kriegt man schlecht Luft und dann kommt die Panik, Angst dazu. Also ich bin sehr, sehr froh, dass die DGZ-RS gibt. Gerade auf Norderney, wo ich surfe, immer ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl. Und gerade wenn einem was passiert, das ist schon zweimal vorgekommen, habe ich natürlich riesig gefreut, wenn die Seenotretter gekommen sind und haben mich rausgefischt.